Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen. Heute packen wir wieder einen Anime aus, den mir freundlicherweise Nippon Art wieder zur Verfügung gestellt hat. An dieser Stelle herzlichen Dank an Nippon Art wieder mal für das Muster. Ihr seht ja schon oben am Titel, um welchen Anime es sich handelt. Wenn ihr weitere Informationen wissen wollt, sowie Links zu Amazon oder zum Nippon Art Shop unten in der Beschreibung, wie auch Trailer und weitere Informationen, einfach mal reingucken. Ja, und heute packen wir den Anime Magical Shopping Arcade. Oh, jetzt kommt der schwierige Teil. Abunobayashi. In der Collector Edition, das ist die komplette Serie. Auf DVD gibt es aber auch Blu-ray, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung sind Links. Und der Preis bewegt sich so zwischen 59,95 DVD und 69,95 Blu-ray, je nachdem, wo ihr es bestellt. Leider musste ich feststellen, dass der gute Postbote wieder mein Exemplar wie ein Irrer in den Briefkasten gequetscht hat. Hier sieht man einen Knick, hier oben ist es leider schon ein bisschen kaputt, hier unten ist es total zerdrückt. Sowas finde ich schade, dann steht hier oben aber die Comedy-Anime-Serie Magical Shopping Arcade Abunobayashi aus dem Hause Gainax, das ist das Entwicklerstudio. Neon Evangelion entstand unter Regie von Hiroyuki Yamagas. Maromatic Nippon Art präsentiert alle 13 Episoden im Digipack. Ja, dann haben wir hier Bildformat 16:9, Sprachenton Deutsch 5.1, Japanisch Dolby Digital 2.0. Untertitel Deutsch, circa Laufzeit 325 Minuten, extra haben hier einen Sticker, Poster und eben diesen schicken Schuber, der leider bei mir kaputt ist. Das sind die zwei Charaktere Arumi und Satoshi. Arumis Großvater und Vater haben ein Restaurant, das nennt sich der Pelikan und das ist eben in den Shopping-Arkaden, wo alles aber abgerissen werden soll, teilweise schon gemacht wurde und neu gebaut werden soll. Und der Großvater möchte es aber behalten, der Vater hat eine andere Stelle in einem französischen Restaurant angenommen und ja, sie musste dann wegziehen und er wird dann traurig. Das Ganze ist in mehreren Genres verpackt, Comedy am meisten, aber auch Abenteuer. Ein bisschen Fanservice ist damit bei, also so Panty-Shots und sowas. Und ja, die beiden gehen dann später in der Serie, ich glaube ab Folge 2, nochmal die ganzen Shopping-Meilen da ab. Und dann kommt ein bisschen Fantasy dazu, weil die landen dann in einer anderen Welt und versuchen dann aus dieser Welt zu entfliehen. Und immer wenn sie denken, die kommen jetzt nach Hause, kommen sie in eine andere Parallelwelt. Zum Beispiel, das ist der erste Teufel, der verspricht ihnen, nachdem sie, die erste Welt ist eine Fantasy-Welt, nachdem sie ihn besiegt haben, dass er sie nach Hause bringt jetzt. Und dann kommen sie in so einen Raum, Weltall, Raumschiff-Szenario und sind jetzt da. Und die, in jeder Welt treffen sie ihre, ja, ihren Großvater, ihre Nachbarn, ihre Eltern, aber sie sind immer andere Persönlichkeiten. Und das Ganze ist am Anfang nicht so lustig, also der Humor entwickelt sich weiter. Am Anfang ist das so ein Standardzeug, wird aber von Folge zu Folge immer lustiger. Und kann ich euch empfehlen, den Anime, muss ich sagen. Also ich fand den bis jetzt ziemlich gut. Ich bin bei Folge 7 und jetzt wird es noch interessanter. Und ja, dann haben wir einmal diesen Schuber. Und dann haben wir einmal dieses schöne Bild. Übrigens, die deutsche Synchro ist mir auch wieder sehr gut ins Ohr gekommen. Der Vater hat zum Beispiel die Stimme von SpongeBob, da muss man sich eben dran gewöhnen, weil man denkt immer sofort an SpongeBob. Aber die deutsche Synchro ist auf einem hohen Level, kann ich euch sagen. Dann haben wir diese zwei Welten. Und ja, ich finde den Anime sehr lustig. Am Anfang ist es eben, ja, so 0815 Humor, aber später entwickelt sich das und es sind immer Anspielungen. Zum Beispiel in der ersten Folge packt der Satoshi in einem Shopping-Geschäft eine Darth Vader-Figur. Er packt es nicht aus, er guckt sie sich an. Später ist eine Anspielung auf Evangelion da, die Melodie läuft und das finde ich einfach cool gemacht. Dann haben wir hier drei DVDs. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Dann haben wir hier das Poster und ein Sticker. Und ja, also wenn ihr der Anime ist das erste Mal 2002, ich glaube in Japan erschienen, gab es auch schon mal bei uns als Einzel-DVDs, beziehungsweise glaube ich auch als Komplett-Edition und wurde jetzt nochmal neu aufgelegt in diesem schönen Digipack. Und ja, kann man sich kaufen, 13 Folgen, 325 Minuten Laufzeit, ein Poster, ein Sticker und ein schöner Schuber, schönes Poster. Und der Anime braucht zwar ein bisschen, bis er sich entwickelt, aber er ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, kann ich euch empfehlen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch Nippon Art. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen sehr freuen. Ja, bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Tschüss!